Ein 5 Jahre altes Mädchen spielt bei einer Familienfeier am Ufer eines Badesees, verschwindet dann plötzlich spurlos, bis dann klar wird, das Kind ist im See ertrunken. Hannes Rawick, unser Reporter, ist jetzt dort am Unglücksort am Klemposee. Wir wollen mit ihm darüber sprechen, was dort während dieser Familienfeier passiert sein könnte. Denn es sollte ein wunderschöner Sommerabend dort werden. Und das Mädchen war offenbar dann spielen am Steg. Und dann wurde sie nur kurz aus den Augen verloren. Stunden später wurde sie tot aus dem Wasser geborgen. Ich kann Hannes Rawick jetzt auch sehen, er ist zum Unglücksort geeilt. Hannes, was kannst du uns über den Unglückshergang berichten? Gestern Abend soll es hier in der Gaststätte am Bootshaus hinter mir eine Familienfeier gegeben haben. Und gegen 18.40 Uhr sollen die Eltern von der Lena ihr Auto beladen haben und offensichtlich dann eben beschäftigt gewesen sein mit dem Beladen des Fahrzeugs. Und als sie fertig waren, haben sie festgestellt, dass das Kind nicht da ist, haben dann sofort die Suche eingeleitet. Und später wurde das Kind dann am Steg im Wasser leblos gefunden. Hannes, das ist wirklich der Horror für jedes Elternpaar, für Mutter wie auch Vater. Auch meine Urängste sind es, dass meine Kinder ertrinken könnten. Das reicht ja schon eine Pfütze, hier war es dieser See. Kannst du berichten, ob die Eltern in irgendeiner Form Schuld daran tragen, dass sie das Kind aus den Augen gelassen haben? Oder war das wirklich nur so ein ganz kurzer Moment, in dem das Kind dann unbeobachtet in diesen See gefallen ist? Also die, was die Polizei jetzt bisher rausgegeben hat, ist, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen wird und dass eventuell eben der Verdacht der Missachtung der Aufsichtspflicht im Raum steht. Und ich kann nur sagen, jeder, der selber Kinder hat, der weiß, dass man Kinder nicht 24 Stunden bewachen kann. Und gerade wenn man eben, wenn die Situation wirklich so war, dass die Eltern ihr Auto beladen haben, dann sind das Minuten vielleicht, wo man kurz in ein Haus geht und dann wieder hinten am Kofferraum ist. Da ist das unmöglich, dass man sein Kind lückenlos im Auge behält. Und natürlich kann ein Kind in dem Alter, wie soll ja die Lena 4 bis 5 Jahre alt sein, genau weiß ich es noch nicht, das ist nicht möglich. Also ich würde diese armen Eltern von jeglicher Schuld freisprechen, wenn es sich so zugetragen hat, wie ich eben jetzt zur Zeit Kenntnis habe. Ich kann nur sagen, sie erleben gerade den schrecklichsten Tag ihres Lebens und hoffe, dass sie Freunde und Verwandte haben, die ihnen zur Seite stehen, die sie ihnen Kraft geben. Denn es ist das Schlimmste, wenn Eltern ihr Kind verlieren. Und ich kann diesen Eltern wirklich nur mein herzliches Beileid aussprechen. Und mir geht das selber sehr nah, hier gerade an dieser Stelle zu stehen. Gestern Abend eben Kind gestorben. Absolut, Hannes, absolut. Es ist wirklich ein herzzerbrechendes Drama. Danke dir für deine bewegenden Schilderungen.